Stell dir vor, du könntest ein Jahrhundert an Wissen über das Investieren in nur 45 Minuten aufsaugen. Und das vom erfolgreichsten Investor aller Zeiten, Warren Buffett. Genau das haben wir für dich möglich gemacht. Aus 4 Jahren Buffett-Inhalten auf diesem Kanal haben wir die 20 goldenen Prinzipien für dich zusammengefasst, die dein Verständnis von Geld und Erfolg für immer verändern werden. Also lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee und viel Spaß beim Video. Ich startete mit dem Investieren, als ich 11 Jahre alt war. Davor habe ich eher vor mich hingetrödelt, als ich 7, 8, 9 war. Also habe ich leider, bevor ich 11 war, nicht richtig angefangen. Meine erste Aktie habe ich also mit 11 Jahren gekauft und dann habe ich mit einer ganzen Reihe von Sachen experimentiert. Dem richtigen Timing bei Aktien, dem Analysieren von Aktiencharts und all diese verrückten Dinge. Es hat viel Spaß gemacht, ich war zwar erfolglos, aber es hat Spaß gemacht. Und diese Experimente habe ich gemacht, bis ich 19 war. Und ich las alle Bücher über das Investieren in unserer öffentlichen Bibliothek. Ich verschlang die Bücher förmlich. Es war faszinierend für mich, aber ich hatte keine festen Regeln, keinen Plan, wie ich investieren sollte. Ich suchte also nach einer Antwort. Und dabei hoffte ich, dass kleine Veränderungen auf meinem Chartbild mir sagen würden, wo die Aktie zukünftig hingeht. Es war zwar verrückt, aber jeder andere machte es. Also dachte ich, mache ich das auch. Später habe ich realisiert, selbst wenn du den Aktienchart auf den Kopf stellst, es wird dir nicht helfen. Dann änderte sich alles. Im Jahr 1949, als ich 19 war, las ich das Buch von Benjamin Graham, Intelligent Investieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie von ihm gehört. Und es gibt tatsächlich nur 2 Kapitel in diesem Buch, die mein Schlüssel zum Erfolg waren. Das waren die 2 Kapitel, die den Grundstein für alles gelegt haben, was für mich beim Investieren folgen sollte. Und zwar gibt es 3 Grundregeln in diesen beiden Kapiteln. Sie sind so grundlegend und so einfach, es ist kaum zu glauben, dass sie so wichtig sein können. Die erste Regel ist, eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Du kannst von einer Aktie nicht anders denken, wie als Teil eines Unternehmens. Du bewertest ein Unternehmen und dann teilst du den Unternehmenswert durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Und dann kommst du auf den Preis für eine Aktie. Worüber du aber nachdenken musst, ist, in welche Art von Unternehmen steigst du da ein? Wie sieht die wirtschaftliche Situation, wie der Wettbewerb aus? Wie verhält sich die Geschäftsführung? All diese Dinge haben mit dem Unternehmen zu tun und nicht mit einem Tickersymbol. Als ich 11 oder 12 war, kannte ich jedes Tickersymbol von jedem Unternehmen, das am Börsenplatz der New York Stock Exchange notiert war. Das Problem war nur, das brachte mir nichts, denn ich wusste ja nichts über die Unternehmen. Ich wusste zwar, dass das Tickersymbol X die Abkürzung für US Steel war und T war das Unternehmen AT&T und so weiter. Aber das waren unnötige Dinge. Ich wusste also nichts. Ich wusste nicht, was hinter den Abkürzungen und den Unternehmen steckte. Also musste ich mir angewöhnen, diese Abkürzungen und Namen in der Zeitung als Unternehmen zu betrachten. Ich musste wissen, wie ich ein Unternehmen bewerte. Was zählt wirklich beim Kauf einer Aktie? Die 2. Regel im Buch ist, Graham gibt dir eine wunderbare Anleitung, wie du als Investor bei Schwankungen am Aktienmarkt reagieren solltest. In Kapitel 8 spricht er von seinem mythischen Mr. Market und es wurde bis heute nichts Besseres geschrieben in Bezug auf das Verhalten eines Investors bei Schwankungen von Aktienkursen. Die meisten Leute reagieren falsch auf die Veränderungen der Kurse bei Aktien. Ich meine, sie fühlen sich gut, wenn die Kurse nach oben gehen und schlecht, wenn sie nach unten gehen. Sie denken also, dass der Aktienmarkt dafür da ist, um ihnen den Weg zu weisen. Und Mr. Market ist dieser Kumpel, den du beim Investieren hast und er ist ein unglaublich zuvorkommender Zeitgenosse. Dieser Typ kommt jeden Tag bei dir vorbei und erzählt dir jedes Mal, wie viel er dir für deine Unternehmensanteile bezahlen würde. Oder er sagt dir, von welcher Aktie er dir mehr zum gleichen Preis verkaufen würde. Bei privaten Unternehmen wird das niemand so machen. Wenn du und ich eine Tankstelle zusammen hätten und ich sage dir jeden Tag, ich möchte, dass du mir ein Angebot für die Hälfte der Tankstelle machst. Und dann kann ich entweder deine Hälfte kaufen oder dir meine Hälfte verkaufen. Beides zum gleichen Preis. Und wenn du das wirklich jeden Tag machen würdest, dann hättest du riesige Nachteile, denn es fallen jedes Mal Gebühren an. Vor allem hättest du Nachteile, wenn du selbst Mr. Market bist. Denn unser Freund Mr. Market gibt dir freundlicherweise jeden Tag einen Preis für deine Aktie. Genauer gesagt schwanken die Preise sogar täglich und du bekommst morgens einen anderen Preis als abends. Aber er nennt dir einen Preis, zu dem du entweder kaufen oder verkaufen kannst. Und das Wunderbare an ihm ist, der Typ ist Alkoholiker und manisch-depressiv. Ich meine, er ist so unzuverlässig, das kannst du dir nicht vorstellen. Er schlendert den ganzen Tag herum und er nennt dir ständig völlig verrückte Preise. Aber jetzt kommt's. Du musst ihm nicht eine Sekunde deiner Aufmerksamkeit schenken. Außer es ist für dich von Vorteil, genau das zu tun.
Wenn das einmal im Jahr ist oder einmal alle 5 Jahre und wenn es nur eine Aktie von 3000 verschiedenen ist, alles was du tun musst, ist einfach da zu sitzen. Nichts tun. Du hast keine moralische Verpflichtung gegenüber diesem Typen. Ich meine, er nennt dir diese Preise. Du hast ihn zwar nicht gefragt, aber er macht es trotzdem. Alles was du tun musst, ist einen Tag auszuwählen, an dem er besonders deprimiert ist oder es übertrieben hat und betrunken ist. Mr. Market wird all das sein. Und du nutzt genau diese Momente von ihm für dich aus. Und das Besondere an Aktien ist, wenn du dir die Hoch- und Tiefpunkte der Kurse anschaust, von allen Unternehmen für das letzte Jahr, dann siehst du Fall für Fall für Fall, dass der Hochpunkt doppelt so hoch ist wie der Tiefpunkt. Und das bei seriösen, großen Unternehmen, denen es gut geht, die ihre Leute bezahlen, die Waren verkaufen und so weiter. Wenn du dir Ackerland anschaust, dann gibt es nie im Leben die Chance, dass du innerhalb eines Jahres das Ackerland um die Hälfte bekommst. Also der Wert von 10 auf 20 steigt und umgekehrt von 20 auf 10 fällt. Vielleicht verändert sich der Wert von 10 auf 11 oder von 11 auf 10. Und wenn du dir Wohnimmobilien anschaust, dann werden die in einem Jahr höchstwahrscheinlich keine 10% nach oben oder unten gehen. Aber hier, wo du die besten Unternehmen der Welt bekommst, werden das Jahr über Preise genannt, die völlig irrational nach oben und unten ausschlagen. Und du musst nicht mitspielen, außer du willst zuschlagen. Das ist das Wichtigste und das ist, was Ben Graham dir sagen wird. Der Aktienmarkt ist nicht da, um dir den Weg zu zeigen und dir eine Anleitung zu geben. Der Markt ist da, damit du ihn zu deinem Vorteil nutzt, sofern du das willst. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die du bei Aktien beachten solltest. Und vielen fällt es schwer, weil sie all ihre Gefühle reinlegen. Die Aktie weiß nicht, dass du sie besitzt. Sie hat keine Gefühle für dich. Ich meine, du hast all diese Gefühle bei deinen Aktien, aber sie sind einfach Anteile an einem Unternehmen. Aber genau das wird dir an der Wall Street und in den Zeitschriften nicht beigebracht. Alles, was du hörst, sind Preisziele. Aber du siehst keinen, der darüber schreibt, was die Eigenschaften des Unternehmens sind, was die Vorteile gegenüber der Konkurrenz sind und ob das Geschäftsmodell die nächsten 20 Jahre noch funktioniert. Was sollte das Unternehmen wert sein? Was ist der faire Preis? Vergiss also, für welchen Preis es am Aktienmarkt gehandelt wird. Tatsächlich ist eines der Dinge, die ich gerne mache, wenn ich mir potenzielle Investitionen ansehe, ich schaue mir die Unternehmen an, ohne den Preis zu kennen. Denn sobald du den Preis siehst, wird es dich automatisch beeinflussen. Die dritte Regel in Grahams Buch ist die Sicherheitsmarge. Wenn du zu einer Brücke kommst und es heißt auf einem Schild Höchstgewicht 10.000 Kilo und du fährst einen 9.800 Kilogramm schweren Lastwagen, dann fährst du besser weiter und suchst dir eine andere Brücke. Ich meine, keiner weiß, wie viel die Brücke dann tatsächlich aushält, vor allem wenn das Schild schon 3-4 Jahre alt ist. Du schaust also, dass du niemals zu viel Risiko eingehst, ob die Brücke hält oder einstürzt. Du schaust, dass du eine extrem stabile Brücke hast. Und für den Aktienmarkt bedeutet das, du wartest, bis dich eine Aktie förmlich anschreit, sie zu kaufen, weil ihr Preis so günstig ist. Und basierend auf diesen drei Prinzipien kannst du alle weiteren Regeln für deine Investments aufbauen. Diese drei Regeln sind die Grundlage. Und wenn du das verinnerlicht hast, ich habe nichts gefunden, was mir auch nur annähernd so viel geholfen hat. Alle drei Regeln sind wichtig und wenn du davon eine Säule wegnimmst, dann bricht dein ganzes Gebäude zusammen. Ich würde sagen, das Wichtigste über einen langen Zeitraum und wenn du mit viel Geld arbeitest, ist es, du musst das Unternehmen verstehen, in das du investierst. Sagen wir für dieses Beispiel, du bekommst 1 Million Dollar und du hast eine Woche Zeit in deiner Region, wo auch immer du wohnst, dich an 3 Unternehmen zu beteiligen. Private Unternehmen, die nicht am Aktienmarkt gehandelt werden. Du hast eine Woche Zeit oder du musst dein Geld zurückgeben. Was würdest du in dieser einen Woche machen? Wahrscheinlich schaust du dir all die Firmen in deiner Umgebung an. Mit manchen wirst du dich gut auskennen, mit manchen weniger gut. Manche kennst du nur durch ihren guten Ruf. Von manchen kennst du die Geschäftsführer, von manchen nicht. Du kennst die Konkurrenzsituation der Unternehmen. Worüber denkst du nach während dieser 7 Tage? Wie wirst du diese Unternehmen am Ende filtern, um die Top 3 für dich auszusuchen? Und wichtig ist, du kannst sie nicht verkaufen, nachdem du gekauft hast. Du wirst sie dein ganzes Leben lang besitzen. Aus diesem Grund wirst du nach Unternehmen schauen, die einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil haben. Du willst kein Burger King Franchise kaufen, nur weil im Umkreis von 15 Kilometern kein anderes Fastfood-Restaurant steht. Denn früher oder später wird auch McDonald's da sein. Was also wichtig ist, selbst wenn andere Wettbewerber auftauchen, dass dein Unternehmen trotzdem die Oberhand behält, weil es einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil hat. Und dafür braucht es ein Unternehmen, das einen Burggraben besitzt.
Denn der Kapitalismus ist per Definition ein System, wo jeder mit einem Geschäft, also mit seiner Burg, angegriffen wird. Das ist die Natur der Sache. Du eröffnest ein erfolgreiches Restaurant in deiner Stadt und irgendein Typ kopiert dein Menü, wirbt einen Koch ab, bietet einen günstigeren Preis oder bietet mehr Parkplätze an. Im Kapitalismus ist es gang und gäbe, dass deine Burg angegriffen wird. Und wenn das der Fall ist, dann möchtest du eine Burg mit einem großen Burggraben drumherum. Und hier gibt es viele Wege, wie ein Burggraben zustande kommt. Beispielsweise durch eingetragene Patente oder durch eine einzigartige Lage an bestimmten Standorten. Wenn du etwas hast, das bei den Leuten im Kopf hängen geblieben ist, beispielsweise Coca-Cola. Ich meine, fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt kennen Coca-Cola und die meisten verbinden damit etwas Positives. Die wenigsten von ihnen kennen die No-Name-Cola aus deinem Supermarkt. Aber alle kennen Coca-Cola. Und selbst wenn diese No-Name-Cola 1 Milliarde Dollar für Werbung ausgibt, würde sie trotzdem fast niemand kennen. Denn Coca-Cola möchte bei den Leuten mit positiven Emotionen verbunden werden. Deswegen siehst du Coke überall, wo Menschen etwas Positives erleben. Bei Festivals, im Disneyland, im Theater, in Kinos, beim Super Bowl. Coca-Cola möchte, dass du sie immer dann trinkst, wenn du gleichzeitig glücklich bist. Und wenn sie das schaffen, dann werden sie viele Coca-Cola-Flaschen verkaufen. Und genau das ist ein dauerhafter und fast schon unfairer Wettbewerbsvorteil. Was du willst, ist, dass dein Unternehmen von ehrlichen und fähigen Leuten geführt wird. Du willst keinen Gauner in der Geschäftsführung. Und die besten Unternehmen, die du kaufen kannst, sind solche, wo es egal ist, wer sie leitet. Peter Lynch sagt, kauf ein Unternehmen, das so gut ist, dass selbst ein Idiot es führen kann, denn früher oder später wird es einer tun. Und genau dazu habe ich vor ein paar Tagen die Frage eines Studenten bekommen. Was passiert, Herr Buffett, wenn Sie Gaga werden und geistig nicht mehr in der Lage sind, Berkshire zu leiten? Und ich sagte, Berkshire ist so gut, dass ich Gaga werden kann. Vielleicht bin ich es ja schon. Das sind die Unternehmen, die du besitzen solltest. Aber du willst eine Geschäftsführung, die ehrlich und fähig ist. Und du willst einen Preis, der fair ist. Und genau danach schaust du in deiner Region. Du hast also eine Woche, um 3 Firmen auszusuchen. Und sofort wird dir einfallen, welche Firmen überhaupt nicht in Frage kommen. Wenn mir jemand sagen würde, dass mein Leben davon abhängt, ob ich die 10 besten Aktien aus dem 30 Aktien großen Dow Jones heraussuchen kann, dann würde ich meine ganze Zeit dafür verwenden, die schlechtesten Aktien rauszuschmeißen. Ich würde also Unternehmen aussortieren. Und das ist ein leichterer Weg, um dieses Problem anzugehen, als die besten 10 Unternehmen von den 30 herauszusuchen. Und wenn du an deine Region denkst, in der du wohnst, dann wird es für dich mit Sicherheit Branchen geben, bei denen du dir keine Bewertung zutraust. Nehmen wir an, du sagst, Autohändler sind zu schwer, denn in dieser Branche wird es immer einen großen Wettbewerb geben. Dann ist die Frage, welcher Autobauer in 5 Jahren mehr Autos verkauft als heute und ob dein Händler bei der Automarke auf das richtige Pferd setzt und überhaupt, ob du noch dicke Verbrennerautos verkaufen darfst und so weiter. Also sagst du dir, ich gebe auf bei Autohändlern und suche mir Unternehmen aus anderen Branchen. Und dieser Ansatz ist der gleiche, den du auch zum Aktienmarkt bringen willst. Es gibt weltweit 8000 Aktien, die gut handelbar sind und zu jeder gibt es einen Preis. Schon morgen wird der Preis anders sein. Erinnere dich daran, du musst nicht zuschlagen, du kannst warten. Wenn du nur 5 gute Investmententscheidungen in deinem ganzen Leben triffst, dann wirst du sehr, sehr reich. Manchmal sage ich Studenten, sie wären besser dran, wenn sie eine Stempelkarte bekommen, sobald sie aus der Schule draußen sind. Und in dieser Stempelkarte gibt es nur 20 Felder. Ein Feld für jede Investmententscheidung. Denn dann würden sie selbst nachdenken, anstatt auf Cocktailpartys Aktientipps von anderen Leuten zu befolgen. Sie müssten sich wirklich Gedanken über jedes einzelne der 20 Felder machen. 20 Felder sind alle Entscheidungen, die du bekommst. Und 20 sind mehr als genug. Wie bewerte ich ein Unternehmen, das Berkshire übernimmt? Nun, wenn mich jemand anruft, muss ich als erstes entscheiden, ob das Bewerten dieses Unternehmens in meinem Kompetenzkreis liegt. Ich weiß nicht, wie ich Microsoft bewerten soll. Ich weiß nicht, wie ich Oracle bewerten soll. Sagen wir, Larry Ellison ruft mich an oder Bill Gates ruft mich an. Ich habe keine Ahnung von Biotech. Ich wüsste nicht, wie ich sowas bewerten soll. Ich würde ihm, also Bill Gates, alles Gute wünschen und sagen, ja, ich glaube, deine Firma ist 2x so viel wert, wie du glaubst, aber ich bin heute einfach nicht in der Stimmung, etwas zu kaufen. Es muss also etwas aus meinem Kompetenzkreis sein. Unternehmen, die ich verstehen kann. Und mit verstehen meine ich nicht sowas wie zu verstehen, wie man einen Computer bedient, wenn es um eine Computerfirma geht. Ich rede davon zu verstehen, welche wirtschaftlichen Merkmale das Unternehmen hat und wie die Firma in 5, 10 oder 20 Jahren wirklich aussieht. Und hier kommen wir schon zu dem Punkt, der so häufig missverstanden wird. Buffett versteht sehr wohl das Geschäftsmodell von Microsoft oder Oracle. Er weiß, dass Microsoft Betriebssysteme und Office-Lösungen verkauft. Er weiß, dass Oracle Unternehmen
Unternehmenssoftware entwickelt und verkauft, aber er ist sich eben nicht sicher, wie das Geschäft in 5, 10 oder 15 Jahren aussieht. Gerade weil es im Tech-Bereich große Konkurrenz und viel Innovation gibt, scheut er diese Unternehmen. Denn das macht es extrem schwer vorauszuplanen, wo die Unternehmen in 5 oder 10 Jahren stehen. Und viele sind jetzt verwirrt, weil Buffett im Jahr 2016 einen riesigen Batzen Apple-Aktien gekauft hat. Und um das gleich aufzulösen, diesen Vortrag hat Buffett Anfang der 2000er gehalten, also bevor Apple das iPhone rausgebracht hat, bevor Facebook oder Netflix schon große Namen waren. Und damals war er bei den großen Playern wie Microsoft, Oracle, IBM oder Cisco einfach nicht bereit zu investieren. Nicht, weil er das Geschäftsmodell nicht verstanden hat, sondern weil er die Zukunft dieser Technologieunternehmen schwer vorhersagen konnte. Und die eigentliche Prüfung ist, kann irgendein Idiot mit viel Geld dein Unternehmen zerstören, wenn er mit dir konkurrieren will? Wir versuchen, Unternehmen zu kaufen, die, egal wer das versucht, diesen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil haben. Das sind die zwei Wörter, die zählen. Und vielleicht können Sie diese Entscheidung über Unternehmen treffen, bei denen ich das nicht kann. Für mich müssen sie ziemlich einfach sein. Ja, hier kommt dieses mentale Modell, Mental Model von Charlie Munger zur Sprache. Nämlich alles zu invertieren. Das heißt, Buffett stellt sich die Frage, wie kann ich beim Investieren die größten Fehler überhaupt machen? Und eine Antwort ist, indem ich Unternehmen kaufe, die so komplex sind, dass ich die Zukunft nur ganz schwer abschätzen kann. Also Unternehmen mit großer Konkurrenz, Unternehmen in einer Branche mit vielen Veränderungen, also viel Innovation. Und genau von diesen Unternehmen hält er sich dann fern. Es sei denn, nennen wir das Beispiel Apple, es besteht ein riesiger Burggraben, was die Prognose wieder einfacher macht. Buffett erkennt, dass die Leute sich zur Marke Apple hingezogen fühlen und egal was Neues auf den Markt kommt, sei es auch das tollste Samsung-Smartphone mit 12 Kameras, die Leute kaufen trotzdem das iPhone. Ich würde sagen, das Internet und der Hightech-Boom waren ein Auslöser für die Leute durchzudrehen. Und Menschen drehen gelegentlich durch an den Märkten. Sie können es bei der Südseeblase nachlesen. Sie können die Tulpenmanie studieren. Sie können zurückgehen und lesen, dass Menschen regelmäßig durchdrehen und Menschen mit hohem IQ genauso durchdrehen. Ich meine, es ist ein faszinierendes Phänomen, das man beobachten kann. In der Schule habe ich die Zeitungen der früheren Paniken und Booms gelesen. Es ist einfach so, dass die Menschen immer wieder die gleichen Fehler machen und dass sie einem enormen Herdentrieb unterliegen, der sie verrückt werden lässt. Und beim Verrücktwerden hilft es, eine Art Ausrede zu haben, die so klingt, als sei es diesmal anders. Eines der wichtigsten Dinge, die ein Privatanleger machen kann, und zwar die Crashs aus der Vergangenheit zu studieren. Nicht, um dadurch den nächsten Crash vorhersagen zu können, sondern die Mechanismen und die Psychologie der Menschen zu verstehen. Und die Erkenntnis aus all den Crashs der Vergangenheit ist, dass sich die Natur des Menschen nicht verändert. Bei der Tulpenmanie in Holland in den 1630er Jahren wurden einzelne Tulpenzwiebeln nach heutigem Preis für 25.000 Euro versteigert. Bei der Südseeblase von 1720 wurde selbst der hochintelligente Physiker Isaac Newton nicht verschont. Aus lauter Gier verlor er fast sein komplettes Vermögen bei der Spekulation auf die South Sea Company. Er sagte damals, ich kann die Bewegung von Himmelskörpern berechnen, aber nicht die menschliche Dummheit. Das heißt, beim Studieren solcher Ereignisse lassen sich Muster erkennen, die sich auf die heutige Zeit anwenden lassen. Wie sagte die bekannte Börsianerin Beate Sander, meide die gefährlichen vier, Euphorie, Angst, Panik und Gier. Das heißt, wir Menschen sind emotionale Wesen und das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein. Und nur weil etwas auf dem Papier rational aussieht, heißt das nicht, dass wir im Crashfall auch rational handeln. Und auch wenn es viele Leute nicht glauben wollen und sagen, dass sie nur mit ihrem Verstand Entscheidungen treffen, ein Professor von der Harvard Business School spricht davon, dass 95% unserer Kaufentscheidung über das Unterbewusstsein getroffen werden. Und der größte unterbewusste Impuls ist die Emotion. Das heißt, Emotionen sind die eigentliche Triebfeder für die menschliche Entscheidungsfindung. Wenn wir also von der Börse sprechen, sind Emotionen sowohl für Kauf- als auch Verkaufsentscheidungen verantwortlich. Aber die Wahrheit ist, wenn ich $10 in der Tasche habe, die ich als Dividende von einem Unternehmen erhalten habe, macht es keinen Unterschied, ob das Geld von einem Kaugummiproduzenten oder von einem Internetunternehmen stammt. Ich meine, das Geld wird genauso ausgegeben. Der Test für ein Unternehmen ist also nicht, ob es etwas Glamouröses, etwas Neues macht, sondern wie viel Geld es im Laufe der Zeit erwirtschaftet. Das ist der einzige Maßstab. Ich meine, beim Investieren geht es darum, Geld bereitzustellen, um später mehr Geld zu bekommen. Oder warum sollte man es sonst investieren? Und das Geld weiß nicht, woher es kommt. Aber das Geld, das mit einer Internetfirma verdient wird, ist nicht anders als das Geld, das mit einer Textilfirma oder einer Süßwarenfirma oder sonst etwas verdient wird. Das Internet
Internet, alles was neu ist. Es war Uran in den 50er Jahren, Computerleasing in den späten 60er Jahren. Es gab alle möglichen Dinge, bei denen steigende Preise mit etwas Glanzvollem verbunden wurden. Hier spricht Buffett über die Falle, in die viele Anleger tappen, nämlich eine Aktie zu kaufen, weil die Technologie dahinter die Welt in ihren Augen verändern wird. Und das sieht man beim Thema Wasserstoff, beim Thema E-Autos, beim Thema künstliche Intelligenz, bei der Blockchain-Technologie, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Aber langfristig wird ein Unternehmen danach bewertet werden, wie viel Cash es für seine Investoren produziert und nicht inwieweit es die Welt verändern wird. Und dazu gibt es zwei eindrückliche Beispiele. Erstens die Automobilindustrie. Für viele Menschen haben Autos die Welt im vergangenen Jahrhundert radikal verändert. Was man aber sagen kann, ist, dass Automobilaktien seit Jahrzehnten den Investoren nie verlässliche Renditen beschert haben. Es gab im vergangenen Jahrhundert zu einem Zeitpunkt in den USA über 1900 Automobilhersteller. Heute gibt es bei den traditionellen Automobilherstellern nur noch die großen drei, das wäre Ford, General Motors und Chrysler. Und wie lange es die noch geben wird, das wissen wir einfach nicht. Das heißt, von 1900 auf drei Stück, also die drei richtigen zu setzen, war enorm schwer und selbst bei den drei großen gab und gibt es ein ständiges Auf und Ab. Der zweite Bereich, der unsere Welt komplett verändert hat, ist die Luftfahrt. Dass jeder Mensch einfach in wenigen Stunden Ozeane überqueren kann, das konnte sich vor 120 Jahren noch kein Mensch vorstellen. Aber so kam es und trotzdem haben Airline-Aktien einen extrem schlechten Ruf, weil sie Anlegern kaum Gewinne bescheren, einfach aufgrund der enormen Kostenlast. Also sowohl das Auto als auch das Flugzeug haben unser modernes Leben extrem geprägt und trotzdem war für Anleger wenig Geld zu holen. Das heißt jetzt nicht, dass in Bereichen wie Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz oder E-Mobilität genau das gleiche passieren wird. Aber es wird zumindest einmal schwer sein, in den Zukunftsbereichen die Gewinner rauszupicken. Und ab einem gewissen Punkt werden die steigenden Preise selbst zum Grund für den Kauf. Die Leute mögen das in ihrer Vorstellung in andere Formulierungen kleiden, die intellektuell ein wenig seriöser sind, aber was sie wirklich tun, sie werden euphorisch und sie werden immer euphorisch werden. Ich meine, Gier und Angst sind die großen Dinge auf den Märkten und sie werden in ihrem Leben Gier und Angst an verschiedenen Punkten erleben, die alles übertreffen, was sie in der Vergangenheit gesehen haben. Die menschliche Spezies wird in dieser Hinsicht nicht klüger. Das ist eine positive Botschaft. Ich meine, ich hoffe, sie verstehen, dass sie die Chance haben werden, von der Unvernunft anderer in großem Maße zu profitieren. Und der Trick besteht darin, davon zu profitieren und nicht sich daran zu beteiligen. Das richtige Temperament ist für erfolgreiches Investieren viel wichtiger als intellektuelle Fähigkeiten. Wenn Sie einen vernünftigen Intellekt und das richtige Temperament haben, dann werden Sie sehr, sehr reich. Und wenn Sie das falsche Temperament dafür haben, wird es Sie irgendwann erwischen. Alles multipliziert mit 0 ist 0. Das hat man zum Beispiel 1998 bei Long Term Capital Management herausgefunden. Was da passiert ist, kommt sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor. Wo war zum Beispiel das größte Erdbeben in der US-Geschichte? Es ereignete sich in New Madrid, Missouri. Niemand in New Madrid sitzt da und macht sich Gedanken über ein weiteres Beben mit der Stärke 8,4. Aber es war ein außergewöhnliches Ereignis. In einem Zeitraum von etwa 2 Monaten passierte das Unwahrscheinliche. Und auf den Finanzmärkten passiert das Unwahrscheinliche viel öfter, als man es durch statistische Analysen vermuten würde. Ja, hier kommt die erste von 2 Kernaussagen aus diesem Clip. Das Verhalten eines Anlegers ist viel wichtiger als sein Intellekt. Und hier können wir wieder die Geschichte vom Physiker Isaac Newton nehmen, der trotz seines geschätzten IQs von über 150 fast sein komplettes Geld bei einer Wette auf die South Sea Company verlor. Wie Morgan Housel im Bestsellerbuch Die Psychologie des Geldes sagt, finanzieller Erfolg ist keine harte Wissenschaft. Es ist ein Softskill, bei dem es wichtiger ist, wie man sich verhält, als was man weiß. Nehmen wir hier als Kontrast zum wohlhabenden Physiker Isaac Newton einen einfachen Hausmeister aus den USA, nämlich Ronald Reed. Er war sparsam, investierte mit Geduld und brachte es dadurch zu einem Vermögen von 8 Millionen Dollar. Und das schaffte er nicht durch ein hohes Einkommen, sondern durch sein Verhalten im Umgang mit Geld. Wenn dich die ganze Geschichte von Ronald Reed interessiert und welche Aktien er gehalten hatte, dazu habe ich bereits ein Video gedreht, das findest du oben in der Infokarte. Investoren verhalten sich auf sehr menschliche Weise, das heißt, sie werden sehr enthusiastisch während Bullenmärkten und sie schauen in den Rückspiegel und sagen, ich habe letztes Jahr Geld verdient, ich werde dieses Jahr mehr Geld verdienen. Also werde ich mir dieses Mal etwas Geld leihen. Oder sie sagen sich, ich habe letztes Jahr die Rallye verpasst, aber mein Nachbar, der doch viel dümmer ist als ich, der hat dabei eine Menge Geld verdient. Also werde ich dieses Jahr voll dabei sein. Die Leute schauen immer in den Rückspiegel
Und wenn Sie in den Rückspiegel schauen und sehen, dass in den letzten Jahren eine Menge Geld gemacht wurde, dann stürzen Sie sich auf den Aktienmarkt und drücken die Preise nach oben bis zum geht nicht mehr. Und wenn Sie dann in den Rückspiegel schauen und Sie sehen, dass in den letzten Jahren kein Geld verdient wurde, dann sagen Sie sich einfach, dass der Aktienmarkt ein lausiger Ort ist, um Geld zu verdienen. Es ist Ihnen also egal, was im eigentlichen Geschäft des Unternehmens hinter der Aktie vor sich geht. Das ist erstaunlich, aber genau das ist eine riesige Chance, einfach eine Riesenchance. Buffett spricht hier meiner Ansicht nach einen der größten Fehler von Leuten an, die frisch an den Aktienmarkt kommen, nämlich ständig in den Rückspiegel zu schauen. Das heißt, nur weil eine Aktie, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Apple, in den letzten 10 Jahren mega gut performt hat, heißt das nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren genauso weitergehen wird. Genauso auf ETF-Ebene, nur weil der Nasdaq die letzten 10 Jahre alle anderen Indizes outperformt hat, heißt das nicht, dass es die nächsten 10 Jahre genauso sein wird. Oder nur weil der Emerging Markets ETF die letzten 10 Jahre lausig gelaufen ist, heißt das nicht, dass er die nächsten 10 Jahre genauso schlecht laufen wird. Und Buffett hat in seiner Philosophie dieses antizyklische Handeln tief verinnerlicht. Ben Graham hat mich gelehrt, Dinge auf der Grundlage ihres Werts zu kaufen und nach Dingen Ausschau zu halten, die günstig sind. Das wurde mir 1949 beigebracht und das hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Also suchte ich seither nach Aktien, die vergleichbar waren mit gebrauchten Zigarrenstummeln. Und der Zigarrenstummelansatz für den Kauf von Aktien ist folgender. Du gehst die Straße entlang und hältst nach Zigarrenstummeln Ausschau. Die sehen fürchterlich aus und wenn du dann diese feuchte, hässliche Zigarre findest, dann hebst du sie auf. Denn ein Zug ist noch drin. Du machst also diesen letzten Zug und dann wirfst du das eklige Ding weg. Aber der Zug war umsonst. Ich meine, es war günstig. Und dann schaust du dich nach einer anderen um. Matschige Zigarre mit einem Zug. Und das habe ich jahrelang gemacht. Heute würde ich sagen, das ist ein Fehler. Du verdienst zwar Geld damit, aber du kannst es nicht mit großen Summen machen. Denn dann ist es viel einfacher, wunderbare Unternehmen mit großartigem Geschäftsmodell zu kaufen. Deshalb kaufe ich jetzt lieber ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Charlie Munger und ich sind der Überzeugung, dass kurzfristige Wirtschafts- und Marktprognosen mehr als nutzlos sind. Die beiden Altmeister argumentieren, dass man sich auf die Dinge konzentrieren sollte, die man beeinflussen kann und nicht auf die Unvorhersehbarkeiten der Aktienmärkte. Ähnlich wie das ein guter Landschaftsgärtner auch macht. Anstatt sich auf das Wetter zu konzentrieren, das er nicht kontrollieren kann, konzentriert er sich auf das, was er beeinflussen kann. Er sorgt dafür, dass der Boden nahrhaft und gut gepflegt ist, dass die Pflanzen ausreichend Wasser bekommen und dass Schädlinge vermieden werden. Für Buffett bedeutet das, mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway die bestmöglichen Unternehmen einzukaufen. Unsere guten Ergebnisse sind das Ergebnis von etwa einem Dutzend, also 12 wirklich guter Entscheidungen. Das wäre etwa eine alle 5 Jahre. Und hier haben wir genau das Gegenteil davon, was in unserer schnelllebigen Welt suggeriert wird. Nämlich es gäbe jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde etwas, was man verpassen kann. Gerade bei Aktien gibt es ja diese Videos, die besten 5 Aktien, für diese Woche, für diesen Monat, für Dividendeninvestoren, für Risikofreudige, für Sicherheitsbedürftige und so weiter und so fort. Fakt ist, Warren Buffett hat den Großteil seines 100 Milliarden Vermögens einer guten Entscheidung alle 5 Jahre zu verdanken. In seinem Brief schreibt er weiter, während die Blumen blühen, verwelkt das Unkraut und wird immer unbedeutender. Im Laufe der Zeit können schon wenige Gewinner Wunder bewirken. Das heißt, trotz dessen, dass Warren Buffett viele mittelmäßige und auch schwache Unternehmen im Portfolio hat oder hatte, reichen ein paar gute Entscheidungen beim Investieren aus, die lebensverändernd sind. Alleine das jetzige Portfolio von Buffett und Berkshire Hathaway besteht aus über 50 Aktienpositionen und über 60 privaten Unternehmen. Und von diesen 110 Investmententscheidungen, was bei weitem nicht alle von Buffett waren, sind nur 12 dabei gewesen, die bis heute wirklich bedeutsam sind. Und bereits vor fast 40 Jahren lieferte Buffett für dieses Phänomen die passenden Worte. Im Aktiengeschäft haben sie buchstäblich jeden Tag tausende der großen amerikanischen Unternehmen zu einem Preis im Angebot, der sich täglich ändert. Und sie müssen keine Entscheidung treffen. Ich meine, nichts wird ihnen aufgezwungen. In diesem Geschäft gibt es also keine sogenannten Strikes. Der Werfer, wenn wir vom Baseball sprechen, steht einfach da und wirft dir Bälle zu. Und wenn du richtiges Baseball zwischen den Knien und den Schultern spielst, musst du entweder ausholen oder du bekommst einen Strike Call. Und wenn du zu viele Strikes bekommst, bist du raus. Im Aktiengeschäft sitzt man da und sie werfen die Aktie US Steel für $25 oder General Motors für $68. Und du musst zu keinem von ihnen ausholen. Es mögen wunderbare Würfe sein, aber
Aber wenn man nicht genug weiß, muss man mit dem Schläger nicht ausholen. Und du kannst da sitzen und dir tausende von Würfe anschauen, bis du schließlich einen genau dort erwischst, wo du ihn haben willst. Ein Unternehmen, das du verstehst, und dann schwingst du. Sie schwingen also vielleicht 6 Monate lang nicht? Ich hole vielleicht 2 Jahre lang nicht aus. Ist das nicht langweilig? Es würde die meisten Menschen langweilen. Und Langeweile ist sicherlich ein Problem der meisten professionellen Vermögensverwalter. Wer ein guter Investor sein will, muss stetig dazulernen. Denn wenn die Welt sich verändert, musst du dich verändern. In seinem Brief spricht Buffett von Charlie Munger, der sich vor kurzem zu Eisenbahnunternehmen äußerte. Buffett und Munger hassten Eisenbahnunternehmen für Jahrzehnte. Aber die Welt hatte sich verändert. Denn irgendwann hatte die USA über 4 große Eisenbahnen, die für die amerikanische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung waren. Buffett und Munger haben den Wandel zwar nur langsam erkannt, aber besser spät als nie. Und das gleiche können wir über Buffetts größte Aktienposition Apple sagen. Früher wollte Buffett nicht in Tech-Aktien investieren, weil für ihn die Gewinne dieser Geschäftsmodelle mit zu viel Unsicherheit verbunden waren. Haben Sie jemals ein Technologieunternehmen gekauft? Nein, das habe ich wirklich nicht. In 30 Jahren als Investor nicht ein einziges. Ich habe keines von Ihnen verstanden. Sie haben also zum Beispiel noch nie IBM gekauft? Ich habe IBM nie besessen. Ein großartiges Unternehmen, ich meine ein sensationelles Unternehmen, aber ich habe IBM noch nie gekauft. Das, was Buffett hier sagt, heißt nicht, dass er sich nicht für Tech-Aktien interessierte. 2016, als er sich sicher genug fühlte, schlug er zu und investierte eine riesige Summe in die Apple-Aktie. Bis heute konnte Buffett sein Geld damit mehr als versechsfachen. Die erste Regel beim Investieren lautet, niemals verlieren. Und die zweite Regel beim Investieren lautet, vergiss niemals Regel Nummer 1. Und das ist die einzige Regel, die es gibt. Ich meine, wenn man Dinge weit unter ihrem Wert kauft und eine Gruppe von ihnen kauft, verliert man im Grunde kein Geld. In Buffetts Brief an die Aktionäre zitiert er Charlie Munger zu dieser Regel. Eine 100%ige Sicherheit gibt es bei Investitionen nicht. Eine Reihe wunderbarer Zahlen mal 0 wird immer 0 ergeben. Verlassen Sie sich also nicht darauf, zweimal reich zu werden. Das heißt, ein Investor sollte auf seiner Reise das exponentielle Wachstum seines Vermögens niemals unterbrechen. Und mit unterbrechen meine ich das Vermögen auf 0 crashen. Don't lose money. Um diese Regel zu verdeutlichen, nehmen wir die Geschichte von Rick. Er war in den 70er Jahren der dritte im Bunde, der Partner von Warren Buffett und Charlie Munger. Buffett sagte über Rick folgendes: Charlie und ich wussten immer, dass wir unglaublich reich werden würden. Aber wir hatten es nicht eilig, reich zu werden. Wir wussten, dass es passieren würde. Rick war genauso klug wie wir, aber er hatte es eilig. Und so geschah es, dass Rick im Abschwung von 1973 bis 1974 mit Wertpapierkrediten gehebelt hatte. Der Aktienmarkt fiel in diesen 2 Jahren um fast 70%. Und so bekam er die Forderung, für sein Kreditgeld nachzuschießen. Daraufhin verkaufte er seine Berkshire-Aktien an mich. Ich kaufte Ricks Berkshire-Aktien zu einem Preis von weniger als $40 pro Stück. Also, wäre Rick damals nicht gezwungen gewesen, seine Berkshire-Aktien zu verkaufen, dann hätten wir vielleicht heute noch den dritten im Bunde. Charlie, Warren und Rick gelang es gleichermaßen, reich zu werden, aber Charlie und Warren besaßen zudem noch die Fähigkeit, reich zu bleiben. Das heißt, wir sollten alles Erdenkliche tun, um nicht aus dem Spiel geschmissen zu werden. Ricks Geschichte ist nur eine der vielen vergessenen Geschichten an der Börse, die ohne Gier und Ungeduld viel besser hätten ausgehen können. Fokussiere dich auf das Langfristige. Buffett zitiert für diese Regel in seinem Brief seinen Kollegen Charlie Munger. Die Welt ist voll von törichten Zockern und sie werden nicht so gut abschneiden wie der geduldige Anleger. Geduld kann man lernen. Eine lange Aufmerksamkeitsspanne und die Fähigkeit, sich lange Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, sind ein großer Vorteil. Eine Möglichkeit, wie man diese Geduld kultivieren kann und die eigene Aufmerksamkeitsspanne erhöht, ist es, die eigene Umgebung zu verändern, zu optimieren. Denn wie der Bestsellerautor James Clear sagt, unsere Umwelt ist die unsichtbare Hand, die unser Verhalten prägt. Statt das Handy also im Arbeitszimmer auf den Tisch zu legen, könnten wir das Handy in einen anderen Raum sperren. Statt die täglichen Nachrichten der Wall Street zu lesen, lieber das Buch von Ben Graham aufschlagen und statt jeden Tag das Depot am Handy zu checken, die Depot-App deinstallieren und nur noch einmal im Monat am PC aufs Depot schauen. Buffett hat hier sein eigenes Geheimnis, wie wir im folgenden Clip sehen werden, um seinen Fokus auf dem langfristigen Investieren zu behalten. Wie kann man sich von der Wall Street fernhalten? Nun, wenn ich an der Wall Street wäre, wäre ich wahrscheinlich viel ärmer. An der Wall Street ist man überstimuliert und hört viele Dinge und man konzentriert sich zu wenig. Und ein verkürzter Fokus ist nicht förderlich für langfristige Gewinne. Hier in Omaha kann ich mich einfach darauf konzentrieren, was die Unternehmen wert sind. Die größten Investitionsfehler, die Sie machen können, sind Fehler durch Versäumnisse und nicht durch Fehlkäufe. Ich meine, Sie sehen in unserem Jahresabschluss die Fehler, die aus schlechten Aktienkäufen resultieren. Aber die Buchhaltung erfasst nicht die Fehler unserer Versäumnisse und das sind die großen Fehler. Und niemand weiß davon, es sei denn, ich bin in der Stimmung, sie zu beichten. Was ich nicht oft tue, aber ich würde sagen, der größte Fehler, ich habe in der Vergangenheit die Fannie Mae Aktie genannt, die wir in den frühen
80er Jahren nicht gekauft haben. Buffett spricht von seinen größten Fehlern als solche, wo er passiv war und Gelegenheiten verpasst hat. Als Beispiel nennt er hier die US-Hypothekenbank Fannie Mae, die in den 80er Jahren extrem günstig bei 1 bis 2 Dollar lag und dann aber Ende der 90er für mehr als 70 Dollar gehandelt wurde. Jetzt zähle ich es beispielsweise nicht als Fehler, Microsoft nicht zu kaufen. Ich traf Bill Gates am 5. Juli 1991. Er verbrachte etwa 10 Stunden damit, mir Microsoft zu erklären. Am nächsten Tag erklärte er es einem Orang-Utan und sagte, das wäre einfacher gewesen. Microsoft war faszinierend für mich und ich wusste, dass Bill Gates ein besonderer Kerl war und ein großartiger Manager. Und Microsoft war ein Top-Unternehmen, also habe ich 100 Microsoft-Aktien gekauft, nur um sie im Auge zu behalten. Aber ich wusste nicht genug, um eine Entscheidung zu treffen. Ich wusste wirklich nicht, was die Konkurrenz in dieser Branche machte. Und so lag es außerhalb dessen, was ich als meinen Kompetenzkreis bezeichne. Ein wichtiger Punkt beim Investieren ist nicht, wie groß dein Kreis ist, es geht darum zu wissen, wo die Grenze ist. So, dass sie innerhalb des Kreises bleiben. Und das versuchen wir zu tun. Nun war Fannie Mae in meinem Kompetenzbereich in den frühen 1980er Jahren. Also wenn ich so etwas übersehen habe, verdiene ich im Grunde eine Auszeichnung als Däumchendreher. Wenn ich etwas verpasse, wo ich keine Kompetenz habe, wissen sie alle möglichen anderen Dinge, macht das nicht wirklich etwas aus. Aber das hier habe ich verpasst, das hat Milliarden von Dollar gekostet. Und das taucht nie in unseren Finanzberichten auf. Ein Beispiel, das ich aktuell häufiger nenne, ist noch schlimmer. Ich hatte mir vorgenommen, 100 Millionen Aktien von Walmart zu kaufen, vor etwa 5 oder 6 Jahren. Der Kurs lag bei 23 Dollar pro Aktie. Es hätte uns so 2 bis 3 Milliarden gekostet, die Aktien zu kaufen. Wenn wir gekauft hätten, wäre unser Walmart-Anteil etwa 11,5 oder 12 Milliarden wert. Und ich wusste genug, um Walmart zu verstehen. Ich meine, ich wusste, es ist die größte Einzelhandelsmaschine aller Zeiten. Und was dann passierte war, ich kaufte ein paar Millionen Aktien und dann ging der Kurs hoch. Die Aktie stieg wahrscheinlich auf 23 und ein Achtel und wenn eine Aktie von 23 auf 23 und ein Achtel steigt, ich meine, das ist ein großes Ereignis bei Berkshire. Es fiel mir schwer, mich darauf einzustellen. Ich meine, auf meinem Nummernschild steht sparsam. Und der Typ, der es entworfen hat, wusste, was er damit sagen wollte. Und so wie ein Trottel sagte ich einfach, ich werde warten, bis der Kurs wieder unten ist, wo ich gekauft habe. Und wie Sie vielleicht vermuten, ist es, naja, ich habe 8 oder 9 Milliarden Dollar verpasst. Sie wissen schon, das ist ein Fehler. Aber das sind die Fehler, die man nicht sieht. Kaufe niemals Dinge, die du dir nicht leisten kannst. Und das klingt wie ein Kalenderspruch, sehr banal, wird aber von vielen missverstanden, wie wir gleich sehen werden. Mein persönlicher Rat an Sie ist, wenn Sie es nicht bezahlen können, kaufen Sie es nicht. Bringen Sie sich stattdessen in eine Position, in der Sie alles bezahlen können. Und dann sind wir froh, wenn wir Sie im Möbelhaus oder Schmuckgeschäft begrüßen dürfen. Wenn du aber sagst, hey, ich habe 1000 Euro auf dem Konto, heißt das nicht, dass du dir für 1000 Euro jetzt einen High-End-Fernseher kaufen sollst. Du machst zwar keine Schulden, hast aber danach null Vermögen. Und dieses Denken aller, meine Einnahmen sind auch meine Ausgaben, das ist der Reichtumskiller Nummer 1. Und deshalb bestimmt auch das Einkommen nicht, ob man arm oder reich ist. Schauen wir, was Buffetts Kollege Charlie Munger dazu zu sagen hat. Es gibt diese Sache mit der Kontrolle der Ausgaben und dem einfachen Leben. Das war das Geheimnis, wie viel Geld wir gespart haben. Warren Buffett und ich hatten winzig kleine Geldbeträge. Wir gaben immer weniger aus, als wir verdienten. Wir investierten und wir, naja, wenn man lange genug lebt, wird man reich. Es ist nicht besonders kompliziert. Ein Vorbild für diesen bescheidenen Lebensstil ist Warren Buffett, der mit 100.000 Dollar im Jahr auskommt und das, obwohl er noch vor Bill Gates auf der Liste der 5th reichsten Mensch der Welt ist. Auf der anderen Seite, wenn du 30.000 Euro im Jahr verdienst und 30.000 Euro ausgibst, dann bist du immer noch arm, was das Vermögen angeht. Wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst und 100.000 Euro ausgibst, dann bist du genauso arm. Was also wichtig ist, dass du einen Teil deines Gehalts sparst, um im ersten Schritt für Notfälle vorbereitet zu sein. Die berühmte kaputte Waschmaschine, die Zahnkrone, das Auto, das kaputt geht, all das sind Dinge, die ohne einen Notgroschen auf der Seite extrem schmerzhaft werden können. Schmerzhafter als die aufgebohrten Zähne. Um dieses Prinzip, kaufe nichts, was du dir nicht leisten kannst, zu verdeutlichen, hier ein kleines Beispiel. Ich hatte einen Kollegen, der sich mit dem Kellnern sein Studium finanziert hatte. Er arbeitete wirklich viel und hart, um sich dann am Ende teure Dinge zu leisten. Was er machte, er kaufte nicht nur die essentiellen Dinge, sondern es musste immer das neueste iPhone sein. Und es war jetzt nicht so, dass am Ende des Monats bei ihm noch Geld über war. Und das, obwohl er wirklich viel gekellnert hatte.
Anstatt also irgendwie einen Sicherheitspuffer aufzubauen, gab er in regelmäßigen Abständen 500 bis 1000 Euro für ein neues Smartphone aus oder auch mal einen neuen Fernseher. Er hatte also nicht nur kein Erspartes, sondern er hatte zudem noch den Stress, dass es am Monatsende immer knapp wurde, beziehungsweise bis die nächste Zahlung aus der Gastronomie kam. Um nicht in so ein Hamsterrad zu kommen, gibt es verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Beispielsweise die 24-Stunden-Regel. Dabei wartest du bei einer größeren Anschaffung 24 Stunden, bevor du den Kauf tätigst. Das gibt dir genug Möglichkeit, den Kauf zu überdenken, um impulsive Ausgaben zu vermeiden. Wenn es aber um Kaufgewohnheiten geht, die schwer zu durchbrechen sind, dann wird diese Methode kaum helfen. Hier kann es Sinn machen, die Pay-Yourself-First-Methode zu etablieren. Dabei überweist du dir von deinem Gehalt oder Lohn zuallererst einen Teil auf ein extra Sparkonto, das nicht angerührt wird. Indem du dich selbst zuerst bezahlst, stellst du deine finanziellen Ziele an die erste Stelle und automatisierst beispielsweise über einen Dauerauftrag auf das Extrakonto deinen Sparvorgang. Wer diese Methode schon ein paar Monate durchgezogen hat, wird sehen, wie motivierend es ist, wenn das Sparkonto wächst und gedeiht. Prinzip Nummer 19, der Zinseszinseffekt. Ja, jeder hatte ihn in der Schule, aber wirklich begreifen tun wir ihn trotzdem nicht. Denn der Mensch ist nicht dazu geschaffen, exponentiell zu denken. Das ist der Hockeyschläger, der nach einer Zeit steil nach oben geht. Einstein hat angeblich gesagt, dass der Zinseszins das achte Weltwunder ist. Und das geht auf die Geschichte zurück, die sie wahrscheinlich schon in der Grundschule gelernt haben. Jemand hat etwas für den König getan und der König sagte: Was kann ich für dich tun? Und die Person sagte: Nun, wir nehmen ein Schachbrett und sie legen mir ein Weizenkorn auf das erste Feld. Und dann verdoppeln sie es auf dem zweiten und dann verdoppeln sie es auf dem dritten bis zum 64. Feld. Und der König stimmte bereitwillig zu. Und als er herausfand, was 2 hoch 64 ergab, musste er das gesamte Königreich verschenken. Es ist also ein ziemlich einfaches Konzept, aber mit der Zeit erreicht es außergewöhnliche Dinge. Wenn du möchtest, dass dein Geld durch diesen magischen Effekt Zinseszins wächst, dann musst du vorher 2 Wörter begreifen, die Warren Buffett besser beherrscht als jeder andere. Das erste Wort heißt Vermögenswerte. Das sind Dinge, die dir gehören und die dir Geld in deine Taschen spülen. Das zweite Wort heißt Verbindlichkeiten. Das sind Dinge, die dir gehören und die Geld aus deiner Tasche ziehen. Vermögenswerte sind Dinge wie Aktien, die dir beispielsweise eine Dividende bringen, oder Immobilien, die du vermietest. Verbindlichkeiten sind beispielsweise Autos, Kleidung oder dein neues Handy. Das sind Dinge, die dir Geld aus der Tasche ziehen. Das Auto braucht Sprit, muss versichert und ab und an repariert werden, beim Handy kommt irgendwann ein neues Modell raus oder der Akku geht kaputt und du brauchst etwas Neues. Finanziell weniger intelligente Menschen kaufen mehr Dinge, die sie reich aussehen lassen, meistens sind das aber Verbindlichkeiten, was bedeutet, diese Menschen sind nicht wirklich reich. Wenn du das umkehrst und anfängst, dich auf den Kauf von Vermögenswerten zu konzentrieren, dann kannst du wirklich reich werden. Das wird anhand eines Beispiels deutlich. Ein Verwandter von mir stand vor 3 Jahren vor der Wahl, entweder ein zweites Häuschen für sich selbst zu bauen, um darin zu wohnen, oder sein Geld anderweitig zu nutzen. Er war selbst auch sehr interessiert am Thema Finanzen und entschied sich nach dem Austausch mit mir, über mehrere Monate hinweg sein Vermögen in einen breit gestreuten Aktien-ETF zu investieren. Dieser Aktienindex der MSCI World machte von Mitte bis Ende 2020 bis heute über 30% Rendite. Perspektivisch kann man sagen, dass sich der weltweite Aktienmarkt mit historisch 7 bis 8% Rendite alle 10 Jahre verdoppelt. Dazu können wir die 72er-Regel nutzen, die besagt: Nimm die Zahl 72 und teile sie durch deine erwartete Rendite und du bekommst die ungefähre Verdopplungszeit deines Geldes in Jahren. 72 geteilt durch 7% ergibt 10,3, sprich es dauert bei 7% Rendite 10,3 Jahre, bis sich dein Geld verdoppelt. Wer 100.000 Euro in den MSCI World investiert, der hat mit 3 Verdopplungen nach etwas über 30 Jahren 800.000 Euro. Nach etwas über 40 Jahren schon 1,6 Millionen Euro. Natürlich ist jetzt die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftigen Gewinne. Aber dieses Konzept verdeutlicht, was Vermögenswerte leisten können. Wenn wir von den historischen Renditen des MSCI Worlds ausgehen, wäre es wahrscheinlich, dass mein Verwandter in 7 Jahren sein Geld verdoppelt hat. Ich habe viele Jahrzehnte als Investor selbst miterlebt und ich habe diese lange Zeit des Stillstands erlebt, von 1965 bis 82, 17 Jahre lang. 1979 habe ich einen Artikel für Forbes geschrieben. Ich sagte nur: Wie kann das sein? Denn im Jahr 1970 legten Rentenfonds 100% ihres neu gewonnenen Geldes in Aktien und leihten sich sogar Geld, um Aktien zu kaufen. Sie waren von Aktien begeistert. Dann wurden Aktien in den folgenden Jahren sogar günstiger. Und die Rentenfonds investierten 1978 nur noch 9% ihrer neuen Geldzuflüsse in Aktien. Das war ein Negativrekord und das, obwohl Aktien sogar günstiger waren als 8 Jahre zuvor. Die Menschen verhalten sich also sehr, sehr seltsam, wenn es um ihre Reaktion an der Börse geht.
weil sie eben Menschen sind und sie werden euphorisch, wenn andere euphorisch werden. Sie werden gierig, wenn andere gierig werden. Sie werden ängstlich, wenn andere ängstlich werden. Und das werden sie auch weiterhin tun. Und Sie als Anleger werden Dinge am Aktienmarkt sehen, Sie werden es nicht glauben. Und der Gesellschaft wird es über die Zeit sehr, sehr gut gehen, aber Sie werden diese riesigen Wellen am Aktienmarkt sehen. Und wenn Sie dabei objektiv bleiben können, wenn Sie Ihre Emotionen von denen der Masse abkoppeln können, dann werden Sie sehr, sehr reich. Und Sie müssen nicht sehr klug sein. Ich meine, ich bin sicher, Sie sind es. Aber es braucht nicht nur Köpfchen, es braucht das richtige Temperament. Es braucht die Fähigkeit, sich hinzusetzen und zu beobachten. Ja, hier spricht Buffett ein Phänomen an, das wir jetzt heute wieder sehen. Die Leute sind ängstlich, wenn sie gierig sein sollten und gierig, wenn sie ängstlich sein sollten. 1970 wollte jeder Aktien haben, weil die Märkte eine lange Zeit vor 1970 gut gelaufen sind. Und 8 Jahre später, als der Markt an der genau gleichen Stelle war wie 1970, wollte keiner mehr was von Aktien wissen. Obwohl 1978 die Chancen viel, viel höher waren, denn wie diese Grafik hier zeigt, haben sich die US-Unternehmensgewinne von 70 bis 78 stark erhöht und in der Spitze sogar verdreifacht. Wenn du jetzt wissen willst, wie du Aktien wie Warren Buffett analysierst, dazu habe ich bereits ein schnelles 7-minütiges Anleitungsvideo gedreht. Das findest du hier auf der linken Seite. Ansonsten, wenn du dich für die Eröffnung eines Aktiendepots interessierst, du findest unsere Empfehlung unten in der Videobeschreibung. Durch deine Depoteröffnung über diesen Link unterstützt du diesen Kanal und hilfst uns dabei, weiterhin Videos für dich produzieren zu können. Vielen Dank dafür.